Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Nightmare of Decay. Ja, wir haben das letzte Mal uns vorgenommen, hier nochmal reinzulaufen und vor allem danach uns diesen blutigen Schrank nochmal anzuschauen. Weil da liegt die Tote ohne Kopf und die im Spiegel noch verweilt, wenn ich reinschaue. Und ich vermute ganz stark, dass vielleicht da der Kopf drin ist, den wir hier als dritten Kopf hinbringen müssen. Weil woanders habe ich nichts gefunden. Bei dem Kettensägenmann, der mich, ja, der mich ganz schön in die Schranken gewiesen hat. Ich nenne es mal so. Da lachen ja nur Männer rum und keine Köpfe von Frauen. Also das bringt uns nichts. Also wir gehen jetzt mal im Verlies. Hier sind wir gehen hier raus. Und gehen nach da oben. Das heißt, raus nach rechts. Geradeaus bis hoch und links. Ja. Ich hab's gewusst. Ja, genau, hier sind wir das letzte Mal nicht weitergegangen. Weil ich da nicht runter wollte und dann ging's. Ja, ich bin gespannt. Der bewegt sich, der lebt noch. Du siehst einen schwer verwundeten Mann an der Wand liegen. Mit letzter Kraft klammert er sich an sein Leben. Bitte hör mir zu. In der Höhle hinter dieser Tür lauert eine monströse Bestie. Oh nee. Ich habe versucht, vor ihr wegzulaufen, aber sie war zu schnell. Wenn du ihr begegnest, versuche nicht, sie zu bekämpfen. Lauf einfach weg. Lauf weg vor der Bestie. Oh Mann, will ich da rein? Jetzt bin ich neugierig. Oh, ich soll einfach weglaufen. Wo soll ich denn? Wo sind wir denn? Ich will eigentlich erstmal und überhaupt und genau. Ich will eigentlich jetzt erstmal das machen, aber das dauert dann wieder so lang. Wir machen einen Testlauf. Wir gehen jetzt da rein. Ich meine, wir haben ja gerade erst gespeichert. Monströse Bestie. Lauf einfach weg, wir haben hier kein. Versuch nicht, sie zu bekämpfen, ich habe ja gar nichts. Ja, wo soll ich denn hier hinlaufen? Hier gibt's ja nichts. Also, wie, was sagt der? Ach du grüne Neune, was ist denn das? Hier rein. Das ist wahrscheinlich genau das, was der Alte immer gehört hat. Das mit so wenig Mumpeln, das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe 6 Schuss noch. Dynamit, 3-mal Magnum. Ja, Leute, wir gucken. Was bist denn du? Ist das diese monströse Bestie, die der meint? Oh, die scheint aber schnell zu sein. Oh ja, die ist schnell. Meint er das? Ich kann nicht mehr nachladen, ich habe nur noch 4 Schuss. Kannst du jetzt einfach mal sterben?
Der meinte bestimmt die zwei. Die hier irgendwie Steine oder was? Oh, danke, dass es mal schneller ging. Mit dem passenden Schlüssel zu diesem Schlüsselloch könnte ich diese Gitterscherbe herunterlassen. Sind das? Eine blaue Lampe. Vielleicht sollen wir hier noch gar nicht sein. Guck mal, hol dich. Hey, ist ein Witz. 4 Schuss Schrotflinte, 14 Pistole. Soll ich hier mit dem Messer irgendwas machen? Dynamit, ja auch noch. 3 Schuss Magnum und eine Brechstange. Ich probier's mal damit. Oh nein, so Kack-Skelette. Und da unten ist noch ein Zombie wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Die Skelette jetzt weggehauen alle. Das wäre ja mal schön. So aus, ne? Okay. Die Skelette sind wir schon mal los. Oh, Munition. Ja, vielen Dank. Soll mal nachladen hier. Wow. Naja, immerhin. Einmal volles Magazin plus 1. Hab ich noch irgendwas fallen lassen hier? Kann ich da was aufheben? Liederknochenhaufen, Leute. Unten dümpelt da noch so ein Zombie rum, oder? Das sind mehrere. Das kann doch nicht wahr sein. Was haltet ihr denn aus jetzt, Mann? Ich höre diese Stimme immer noch, gell? Geht noch weiter unten. Ah, da hinten, da ist dann wahrscheinlich das Ende. Ich bin da ganz schön tief unterm Haus. Da ist die andere Scherbe. Das geht doch nicht so einfach. Niemals ist das so leicht. Ich hätte ja gesagt, wir merken uns das vor, weil hier kann ich nicht speichern. Ich gehe jetzt hier zurück. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich habe mir Bruder Stita hier oben weggekribbelt habe. Wir gehen zurück. Gehen ins Herrenhaus und erledigen das hier erstmal. Weil da kann ich zwischendurch speichern. Das mache ich jetzt nicht. Nein. Da habe ich überhaupt nicht so viel Schiss. Da habe ich hier alles umsonst gemacht. Das machen wir nicht. Nö, nee, 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 nee. Mal genau dafür, ne? Und da kommen wir dann dahinter. Und das ist bestimmt die Stimme. So. Hier können wir speichern. Das tue ich auch. Sicher ist sicher. Wir haben da unten gut aufgeräumt. Und jetzt gehen wir erstmal wieder oben ins Herrenhaus. Ich will da oben wissen, was da los ist. Kanalisation. Jetzt muss ich echt überlegen.
Das große Loch, wir müssen über das große Loch erst zurück. Ich bin falsch gelaufen. Wie immer. Ja, tut mir leid. Wollte ich nicht. Ist schon ein bisschen verwirrend hier. Wir schlüpfen durch das Loch. Zum Glück kann man rennen, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Hat ja noch die Hoffnung, dass das respawnt, die Munition. Aber bis jetzt hat es immer gereicht, ne? Also das muss man ja auch so sehen, ne? Geradeaus dadurch und hoch. Also die haben das schon echt gut gemacht, das Spiel. Du kannst da, was du willst. Ey, ihr dürft mal nicht vergessen, das Spiel beschäftigt mich jetzt schon, welche Folge bin ich hier? Ich weiß gar nicht, eine Folge oder so. Und, hey, 4 Euro, gell? 4 Euro, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Alles super. So. Die Weimestation, das haben wir alles gehabt. Wir müssen jetzt eine Etage höher, das heißt, wir brauchen eine Treppe. Wo kommen wir denn hier hoch? Ich denke, ne? Meine, hier können wir hochgehen. Also links und dann durch die Tür. Ach, verdammt. Da muss ich lang. Ah. So, jetzt müssen wir in der Etage oben sein. Bei ihm hier, genau. Und jetzt müssen wir hier rüber. Ja, toll. Da kommen wir doch nicht durch. Mensch! Was mache ich denn? Die Tür ist ja immer noch blockiert, das ist doch bescheuert. Oder kommen wir da jetzt durch? Hätte ich die irgendwie aufgekriegt? Na, nee. So, ihr Mönche. Seid ihr nicht mehr da? Und du komische, beißende Kiste.
Die haben Bilder hier. Steht immer noch da, ne? Im Spiegel. Aber ich vermute, dass hier mich jetzt auch irgendwas ärgern wird. Ich hab's gewusst. Warum tut der mir nichts? Vor allem ist er eklig und grinst eklig. Der hält bestimmt wieder viel mehr aus. Hat er irgendwas anderes noch? Was hat denn der da in der Hand? Oh nein, das ist dieser Kettensägenmann! Das ist nicht dein Ernst jetzt! Kopf einer Frau! Mittleren Alters. Aufheben. Der Kettensägenpsychen. Was? Ich kann mit dem reden? Du erkennst den Verrückten mit der Kettensäge wieder, der dich im Keller attackiert hat. Aus dem Inneren des blutigen Kleiderschranks schaut er dich mit einem wahnsinnigen Blick im Gesicht an. Im Moment scheint er recht friedlich zu sein. Ja, im Moment. Ich bin froh, dass ich dich kaputt gemacht habe da unten. Lass mich bloß in Ruhe. Punkt, Punkt, Punkt. Danke für den Kopf. Ich muss hier weg. So, wir gehen jetzt darüber. Hier, hier, hier. Warum komme ich nicht durch diese Tür? Was soll denn das? Mann, verdammt. Das hätten wir ja schon mal Ärger machen können, wo wir hier oben waren. Guck mal, da ist immer hin und her. Natürlich. Hätten wir alle schneller machen können vorhin. So, auf zu dem Monster in der Wand. Ey, Leute, ich hab was, keine Mumpeln mehr. Ich weiß noch, wo ich hier voll in die Arme gelaufen bin von den... Naja. So, da bin ich wieder. Du, was auch immer, Gebilde. Ich habe einen Kopf für dich. Ausgezeichnet, du hast mir drei wunderschöne Frauenköpfe gebracht. Bitte warte einen Moment, während ich deine Belohnung hole. Oh, ey, tu mir nix, ey. Lass mich bloß in Ruhe, was auch immer du bist. Danke für die Köpfe, Fremder. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ich weiß nicht. Oh. Bis jetzt hat er mir nichts getan. Drei Schuss. Jetzt haben wir das erste Mal... Lass mich nur in Ruhe. Tschüss. Kreatur in der Wand. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man denn aus? Wer schreibt denn solche Drehbücher, ey? Oh Mann. So, jetzt haben wir das erledigt, oder? Kreatur im Loch ist befriedigt. Der blutige Schrank ist offen, da steht der Kettensägenmann drin. Direkte Toilette, da waren wir auch. Das heißt, wir können jetzt hier mal speichern. Nein, da kommt man doch durch die Tür jetzt dann durch. So, jetzt haben wir 5 plus 1 hier. Das ist ja schon mal was. Was haben wir denn da noch gesammelt für ein Zeug? Weihwasser. Ein Flakon mit Wasser. Er wurde mit heiliger Kraft gesegnet. Wird er geworfen, verursacht er eine Explosion heiliger Energie, die den verfluchten Kreaturen des Albtraums schweren Schaden zufügt. Okay, also das sollten wir uns vielleicht aufheben.
Und so auf die 7. So, Spiel gespeichert. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir wieder da runter. Oh, Leute. Auf schnellsten Weg da runter ins Verlies. Da war doch hier hinten. Da wollte ich ja nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hierher latschen. Zu dem Loch. Mann, Keller. Wie ich es halt immer schaffe. Immer. Ist hier irgendwie eine Möglichkeit, schneller runterzukommen? Verdammt. Da rein, darüber. Wo war denn der Fahrstuhl? Da ist der Fahrstuhl. Da müssen wir wieder hin. Ja. Auf zum Fahrstuhl und wenn wir dann da unten sind, speichere ich da ab und dann werden wir die Folge hier beenden, dass nicht zu lang wird. Ja, und ich vermute mal, dass die nächste Folge dann ziemlich hart wird. Die schon. Hier haben wir alles gemacht. Hier brauche ich jetzt nicht speichern, hier ist alles aufgeräumt. Wir gehen hier jetzt noch durch das Loch durch und nach dem Loch konnte ich ja hier speichern. Aufzeichnungsblock. Bis dahin gehe ich jetzt. Also, auf geht's. Raus, links in der Wand halten, gerade durch. Und wieder kriege ich mir durch ein widerliches Loch. Und danach sind wir Haufen Kakerlaken. Und die Stimme des Widerlichen hallt in unserem Gehör. Ja, sind wir wieder da. Altbekannte Stelle. Er wird gespeichert und meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Es ist echt spannend. Ich bin gespannt, was uns da erwartet jetzt, wenn wir diesen Weg, wo uns die eine Bodenplatte noch fehlt, bestreiten. Also ich vermute bald, dass das schon Richtung Finale geht. Ja, in dem Sinne, habt einen schönen Abend, bis zur nächsten Folge. Und tschö. Mit Ö.